raus an alle Geranienzüchter. Check it, check it. Für Geranienzüchter auf der ganzen Welt ist dieser Cut. Mann, für jeden, der einen Topf mit diesen Pflanzen bei sich hat. Und jedes Blatt und jeden Zweig, jede super Winzigkeit bis zum allerletzten Ast erfasst. Und wenn du Ahnung hast, dann weißt du, wie das ist, wenn aus kleinen große werden. Der wichtigste Prozess für ein Leben hier auf Erden. Nicht umsonst sind die Geranien heilig, skrupellos verfolgt per Gesetz und polizeilich. Gegenteilig viele Stimmen, doch die Fakten evident nicht ignorierbar. Die Einstiegsdrogenthesen sind schon lang nicht akzeptierbar. Nicht kapierbar ist das Schlafen der verantwortlichen Leute. Man hört auf, uns zu verarschen, handelt jetzt und heute. Warum werden wir gezwungen, Alkohol zu präferieren? Dieses Teufelselixier wird Deutschland völlig dezimieren. Aber mir ist das egal, denn ich werde überleben und als Krönung mit einem Joint über euch Alki-Leichen schweben. Für Geranienzüchter auf der ganzen Welt ist dieser Cut. Cut. Für Geranienzüchter auf der ganzen Welt ist dieser Cut. Mann, für jeden, der einen Topf mit diesen Pflanzen bei sich hat. Für Geranienzüchter auf der ganzen Welt. Welt, Welt. Yeah. Für Geranienzüchter auf der ganzen Welt. Welt. Für jeden Tütenbauer, jedem, dem die Flower Power bringt, ist dieses Stück, in dem Enttäuschung und ein Hauch von Trauer schwingt, deswegen auch so sauer klingt. Ich hab es langsam satt, das Vaterstaat mir vorschreibt, wie mein Flug zu fliegen hat. Auf Kerosin muss ich nur kotzen, aber bitte, wem's gefällt, soll so lange munter saufen, bis sie nichts mehr gerade hält. Ich stattdessen konsumiere nicht so harte Drogen, mach ums Pillen fressen und um Alkohol in großen Bogen. Ja, auch wenn ihr es nicht glauben wollt, Alkohol kann töten. Prävention statt Ignoranz wäre endlich mal vonnöten, aber nein, ha. Es wird verklärt, wo es nur geht. Von sogenannten Fachexperten werden Fakten dreist verdreht. Hasch, ich mache aggressiv und verursache Psychosen. Mich mach haschig kreativ und zum König der Harmlosen. Deshalb schützt die Kiffer, die zum Drogendealer rennen und dort zwangsläufig was probieren, was sie gar nicht kennen. Für Geranienzüchter auf der ganzen Welt ist dieser Cut. Mann, für jeden, der einen Topf mit diesen Pflanzen bei sich hat. Für Geranienzüchter auf der ganzen Welt. Für Geranienzüchter auf der ganzen Welt ist dieser Cut. Cut, yeah. Für Geranienzüchter auf der ganzen Welt. Für alle strafrechtlich Verfolgten wegen Cannabis-Vergehen ist der Song, in dem's drum geht, Zusammenhänge zu verstehen. Endlich einmal einzusehen, Kiffer sind nicht kriminell, denn im Gegensatz zu Polis handeln Kiffer rationell. Dennoch individuell verschieden, sicher gibt's auch Spacken. Schließlich gibt es auch Politiker, die irgendwann was packen. Okay, vielleicht auch nicht, und genau das ist der Punkt. Die Dynamik fehlt, es braucht Jahrzehnte, bis es funkt. Wie soll ich glauben an einen Staat, der stur und steif beharrt auf der überholten Spinnerei? Prohibition wäre probat, doch deren Resultat ist nur ein Markt für Drogendealer. Und in diesem Match sind Mafia und Staat Zusammenspieler. Und solange diese Liga fröhlich weiter funktioniert, gibt es nur einen Sieger, die Mafia. Der Rest verliert, doch der Glaube an Gerechtigkeit ist das, was mich erhält. Gerechtigkeit für Geranienfreunde auf der ganzen Welt. Für Geranienzüchter auf der ganzen Welt ist dieser Cut. Mann, für jeden, der einen Topf mit diesen Pflanzen bei sich hat. Für Geranienzüchter auf der ganzen Welt. Welt. Für Geranienzüchter auf der ganzen Welt ist dieser Cut. 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 Das hier geht an alle Sie, die immer noch an Wahrheit und Gerechtigkeit glauben. Der Kampf geht weiter. Über Mönchengladbach, Mülheim, Krefeld, Wuppertal und den Rest der Welt. Low Budget, I'm a